Hallo und herzlich willkommen zum Live-Video zum Thema Anzeigeverhalten beim Jagdverhalten. Ich habe mir heute Unterstützung gesucht von einer Expertin zu diesem Thema und das ist die Ines Scheuer-Dinger. So, Moment. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, warum es wichtig ist. Aber bevor wir anfangen damit, möchte ich mich kurz vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen sollten, und dann möchte oder darf sich natürlich auch die Ines vorstellen. Mein Name ist Anne Rosengrün und mein Hauptaugenmerk liegt darauf, Hundegruppen über positive Verstärkung zu führen. Ich biete eine Dogwalker-Ausbildung an und im Rahmen dieser Dogwalker-Ausbildung habe ich es mir irgendwie zu eigen gemacht, ein bisschen Marketing zu machen oder sehr viel Marketing. Und daher treffen wir uns hier zu diesen Live-Videos. Ich würde mich freuen, wenn es für euch eine Routine wird, Donnerstagabend mir und ganz vielen netten, interessanten Referenten zu lauschen. Ines, ich freue mich sehr, dass du da bist und so ganz ruhig gewartet hast. Magst du dich einmal vorstellen, bitte? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf auf deiner virtuellen Couch in meinem Schlafzimmer. Genau, mein Name ist Ines Scheuer-Dinger. Ich komme aus Erlangen. Das ist bei Nürnberg in der Nähe von der Anne. Ich arbeite als Trainerin für Menschen mit Jagdhunden vor allem. Seit über, ja, ich würde sagen, 8 Jahren mache ich jetzt überwiegend Training für jagdlich ambitionierte Hunde, Jagdhunde. Und Rückruf und sowas, das sind meine Themen. Ich biete Einzeltraining, ich gebe Seminare zu dem Thema, ich gebe Webinare zu dem Thema und ich bin Dozentin an der ATM. Soweit zu mir. Sehr cool. Und du hast dich extrem auf, also was heißt extrem, du hast dich auf diesen Bereich spezialisiert. Was hast du für einen eigenen Hund? Ich habe mittlerweile leider nur noch eine Hündin, eine Drahthabischlerhündin. Aufgewachsen bin ich mit Dackeln. Das prägt ja ein wenig. Ich erzähle es immer gerne, weil das ist wirklich ein Bild für mich. Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind um Maisfelder stand und gewartet habe, dass die Dackel wieder rauskommen. Weil da war ich grundsätzlich weg. Das war so meine erste Berührung mit dem Thema Jagdverhalten. Aber die waren auch nicht erzogen in dem Sinne, wie man das heute sagen würde. Die haben halt ihr Ding gemacht. Die waren aber sehr glückliche Hunde. Während meines Studiums ist mir dann quasi ein Hund, wie sagt man, zugelaufen geblieben oder was auch immer. Ich habe Hundebetreuung für den gemacht. Das war ein Weimaraner und der sollte dann ins Tierheim vermittelt werden. Und dann haben wir uns ja entschieden, den zu behalten. Das war natürlich nicht der Hund, den ich mir so vorgestellt hatte. Ich wollte schon sehr lange wieder einen eigenen Hund, aber ich wollte natürlich irgendeinen unkomplizierten, netten, also nett war der auch, aber ich habe mir das natürlich anders vorgestellt. Und dann kam dieser sehr große Rüde, der gerne andere Hunde vermöbelt hat und auch sonst Weimaraner-typische Baustellen hatte, würde ich sagen. Und so musste ich mich halt so ein bisschen mit dem Thema Hundeverhalten ein bisschen mehr auseinandersetzen als das, was ich von den Dackeln kannte. Genau. Und Okay. ja, Vorstehhunde sind so das, was ich seitdem Ja. habe. Okay, cool. Also ich muss ja sagen, ich habe eine Dackelhündin in der Hundebetreuung und die verhält sich gar nicht dackeltypisch. Das finde ich natürlich sehr cool. Also die geht nicht jagen, also gar nicht. Die verbellt nicht, sie verschwindet auch nicht. Die hat nur ein bisschen Angst vor anderen Hunden. Aber das ist mittlerweile deutlich besser geworden und so mit den Gruppenhunden kommt sie wirklich schön klar. Aber ich schweife ab. Okay, also es geht heute um Anzeigeverhalten. Und ich habe gedacht, wir starten mit ein paar Videos. Ihr wisst, ich liebe Videos. Ich hoffe, das geht. Ich werde euch nach dem Live-Video für alle, wo die Verbindung nicht so ganz gut ist, dann kann es nämlich sein, dass die etwas stockend laufen, stelle ich euch noch die Links rein. Und zwar hat die Ines zwei sehr, sehr schöne Videos von ihrer Hündin, Lotta. Richtig? Ja, ich verwechsel das immer. Ihr müsst das entschuldigen. Von Lotta. Sie hat Und ich sämtliche habe. Namen. Ja, aber ich habe eine Lotte und da wird es immer ein bisschen schwierig. Und ich habe ein Video von meiner Hundegruppe und damit wollen wir euch erstmal zeigen, was ist denn überhaupt Anzeigeverhalten? Was meinen wir, wenn wir von Anzeigeverhalten sprechen? Okay, dafür teile ich meinen Bildschirm mit euch und ich müsste es diesmal auch ganz gut, genau, den Ton gebe ich frei. Und dann müsste das gut klappen.
So, genau, das ist uninteressant. Moment, ich muss mal. So, jetzt sehe ich natürlich nicht. Ines, guckst du mal in den Chat? Können die Teilnehmer das sehen? Das sehe ich nicht mehr. Ja, soweit Ja, ich sehe, gut. können wir das sehen. Gut, dann starten wir mit dem ersten Video. Bitte. Top. Guadi. Super. Top. Fein. Super. Top. Super. Spitze. Top. Sehr gut. Top. Sehr schön, da ist was durch, ja? Top. Super. Spitze. Top. Super. Prima. Top. Super. Prima. Sehr schön. Top. Super. Spitze. Prima. Top. Super. Du bist so gut, ne? Da steht was. Top. Super. Prima. Top. Super. Super. Gut. Gut. Sehr gut. Dann einen Moment. Jetzt hin. Dann das zweite Video ist wieder die Lotta. Unglaublich viele. Oh, jetzt hat es bei mir gesch jetzt geht's wieder. Super. Upsi. Servus. Also ich stelle das dann noch mal rein. Jetzt ist nämlich mein Computer, der ein bisschen rödelt. Ich habe auch keine Hasen gesehen gerade. Den Hasen habe ich gesehen, nur mein Computer lädt das Video jetzt gerade nicht mehr. Jetzt glaube ich, noch mal. Super, dass du das. Also der Hase, den seht Super. ihr oben Upsi. links, da Servus. neben dem Gebüsch, und da rennt er Top, gerade weg. Spitze, top, super, top, Und da Spitze. oben, ich weiß jetzt Sehr nicht, ob unsere gut. Bilder, aber der ist so Sehr schön, da top. oben aus dem Bildausschnitt Sehr gut. rausgerannt. Lotti, du bist so cool. Top, Spitze. Sehr gut, top. Super. Der hat uns wohl nicht gesehen, ne? Top. Sehr gut. Super. Beim ersten Video hat es doch keine Leine dran, Ines, oder? Habe ich das richtig gesehen? Okay, so dann zeige ich euch noch ein Video. Bei mir sieht das ein bisschen anders aus, das sage ich gleich. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ich muss jetzt noch Dann. Klick. Kannst du noch mal wittern? Kurz fertig, kannst du wittern? Ganz klasse. Klasse, Nemo. Ganz gut. Sehr gut, Klick, Nemo. Sehr gut. Sehr schön.
Super. Wittern. Klick. Sehr gut. Super. Sehr gut. Klick. Wittern. Klick. Super. So, das geht noch ein bisschen länger. Das könnt ihr euch dann später noch angucken, wenn ihr wollt. Aber bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe mir das auch gerade gedacht. Ich arbeite viel mehr mit Futter. Bei dir war ja fast, also was heißt fast kein Futter? Gott, ja. Das sieht ganz, also die Videos, ich stelle euch die Links da noch rein, weil ich glaube, das geht nicht gut über Zoom. Und ich arbeite viel mehr mit Futter. Aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich viel mehr Hunde habe. Ich habe mehrere Hunde, also ich habe meinen eigenen Hund gesehen, der hat ordentlich angezeigt. Und für mich war das so, ich weiß nicht, sind Vorstehhunde anders als Schäferhund, Brackenmischlinge? Ja, natürlich, also jeder Hund ist ein Individuum und je nachdem, wenn du dir anschaust, was für Elemente des Jagdverhaltens zeigt der jeweilige Hund, wir haben ja immer die ganze Jagdverhaltenskette, fängt an, hetzen, packen, töten, zerlegen. Das fängt da nicht an, ne? Wir wollen orientieren, fixieren, hetzen, packen, töten, zerlegen, fressen. Die schönen Sachen habe ich jetzt vergessen. Das ist nämlich das, was wir haben wollen. Genau, das ist das, was wir vorne haben wollen und was wir natürlich fördern können. Aber natürlich ist, wenn ihr euch jetzt mal anschaut, wie dein Hund ist oder wie ein Hund ist, der sonst mit euch unterwegs ist, dann zeigt der Hund halt immer unterschiedliche Puzzleteilchen von diesen Elementen mehr oder weniger ausgeprägt. Und so ist es halt sehr unterschiedlich, zum einen natürlich auf was die Hunde reagieren und auch wie die Hunde reagieren und wie sich ihr Jagdverhalten zeigt. Und natürlich habt ihr jetzt in meinem Video einen Vorstehhund gesehen. Das ist ein Hund, der ist dafür da, Wild anzuzeigen, vor allem eben kleines Wild. Deswegen arbeite ich natürlich auch viel mit ihr an Hasen und Fasanen. Aber der Hund kann genauso lernen, auch großes Wild anzuzeigen. Das heißt, das ist genetisch natürlich ein bisschen mehr vorgegeben als jetzt bei anderen Hundetypen. Das heißt, ich habe es natürlich da vielleicht ein bisschen leichter. Aber je nachdem, was für einen Hund man eben hat, kann das Jagdverhalten ganz unterschiedlich sein. Und deswegen sieht das Training natürlich auch sehr unterschiedlich aus. Und man muss sich das so vorstellen wie ganz viele Rädchen, die man halt hat, die in eine bestimmte Richtung gedreht sind. Da spielt halt mit rein, was für Lernerfahrungen hat der Hund, was für eine Genetik bringt der mit, wie geduldig ist der Besitzer, wie gern trainiert der Besitzer, ist noch so in der Umwelt los, ne? Wie bei dir eine große Hundegruppe. Und dann muss man das Training natürlich anpassen. Und so ist die Genetik halt eine Sache und deswegen sieht es auch unterschiedlich aus, aber es spielen halt noch ganz viele andere Sachen mit rein. Mhm. Wobei, ganz ehrlich, Nemo, ist das völlig egal. Also die Hundegruppe ist ihm völlig egal, was Jagdverhalten angeht. Der zeigt das gleiche Verhalten alleine. Ja. Vielleicht für die Zuschauer jetzt interessant, wenn die jetzt zuschauen, wie fängt man denn an? Nimm mal an, du hast jetzt nicht deinen Welpen, du kriegst einen Tierschutzhund. Und wo fängt man an und warum machen wir dieses Training, dieses Anzeigeverhalten? Weil wir könnten ja sagen, das habt ihr ja bei mir auf dem Video gehört, ich habe Stopp gerufen und dann habe ich mein Rückrufsignal gegeben. Warum sagen wir nicht, das reicht aus, wenn ich eben Rückruf trainiere und man macht Distanzarbeit und Radiustraining und dieses ganze Pipapo. Warum mache ich ein Video, das heißt Anzeigeverhalten beim Jagdverhalten? Ist eine sehr weit gegriffene Frage, ja. Also, wo fange ich an? Also du meintest ja, wenn man einen Tierschutzhund hat oder mit einem jungen Hund, wie kann ich anfangen und warum fange ich so an? Also zum einen muss ich ja einen Tierschutzhund sowieso erstmal sichern und deswegen ist er an der Leine und ich sollte es natürlich eh gar nicht erst so weit kommen lassen, dass der jagen geht. Wenn wir einen Rückruf machen oder den Hund stoppen oder ins Down schicken oder absetzen oder was auch immer, wenn wir also reagieren, dann unterbrechen wir ja immer das Jagdverhalten. Das heißt, der Hund macht gerade was seine Genetik vorgibt und was sein Bedürfnis ist. Also der riecht irgendwas und möchte jetzt gern loslaufen oder möchte stöbern gehen und geht vielleicht auch schon mal los. Und wenn ich dann eben Stopp rufe oder ihn abrufe, unterbreche ich jedes Mal das Jagdverhalten. Das führt dazu, dass ich zum einen natürlich immer aktiv sein muss. Ich muss das Wild vor dem Hund möglichst sehen, um ihn zu stoppen. Aber ich muss natürlich auch
einen guten Rückruf haben. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Und ich bin dann auch so ein bisschen immer der Spaßverderber, weil ich immer Jagdverhalten unterbreche. Das macht langfristig relativ viel Frust. Wenn der Hund ein Paket an Jagdverhalten mitbringt und wirklich jagdlich stark motiviert ist und ich habe halt eine Umwelt, wo es viele jagdliche Reize gibt, dann kann es sein, dass ich den Hund vielleicht zweimal abgerufen kriege. Beim dritten Mal ist der aber vom Erregungsniveau vielleicht auch schon so hoch und vielleicht auch frustriert, weil seine Genetik halt vorgibt, boah, da riecht total gut, da muss ich jetzt hin. Und dann wird das auch immer schlechter. Das heißt, ich kriege langfristig, wenn ich immer nur unterbreche, einen relativ schlecht ansprechbaren Hund und einen Hund, der immer weniger auf Kooperation mit dem Menschen aus ist. Und wenn ich aber mit dem Hund daran arbeite, dass er mit mir zusammen ein Jagdverhalten zeigen darf, was für mich noch okay ist, dann ist der Hund automatisch langfristig kooperativer und ich habe es ein bisschen einfacher, weil der Hund dann auch gerne mit mir zusammenarbeitet und mir dann zum Beispiel auch wild anzeigt. Oder ich dann einfach weiß, oh, jetzt hat er die Nase so oben und jetzt muss ich vielleicht mal reagieren. Oder wenn er so steht, dann sind das Rehe und wenn er anders steht, sind das eher Hasen. Das heißt, ich lerne dann auch relativ viel vom Hund und das macht es für mich auf dem Spaziergang auch viel leichter. Und für einen Hund ist es natürlich langfristig viel, viel weniger Frust, gerade wenn er ein großes Paket an Jagdverhalten mitbringt. Die Voraussetzungen sind aber natürlich, da muss man ein bisschen gucken. Deswegen, du hast ja gefragt, was mache ich jetzt mit einem Tierschutzhund? Das Erste, was wir halt brauchen, ist gute Lernbedingungen. Und das heißt, der Hund muss sich draußen wohlfühlen. Der darf nicht völlig überfordert von den jagdlichen Reizen sein. Wenn der rausgeht und es macht dem kleinen Hundegehirn nur noch peng, 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 weil überall riecht und er kann damit noch nicht gut umgehen, dann sind das schlechte Trainingsbedingungen und dann ist es erstmal schwierig, am Jagdverhalten zu arbeiten. Das heißt, das wäre unser erster Schritt, dass wir daran arbeiten, dass der Hund gut lernen kann. Okay, das hätte ich jetzt vorausgesetzt. Ich finde halt auch, das Anzeigeverhalten macht es mir als Mensch einfacher. Also wenn ich sehe, wenn ich jetzt mit meiner Hundegruppe unterwegs bin, ich habe ja nicht nur einen Hund, der jagen geht, ich habe halt einen Hund, der, sagen wir mal, extrem jagen geht. Und ich habe aber mehr Hunde, die anzeigen. Ne? Und in dem Moment, wenn der Hund anzeigt, habe ich Zeit. Ja, auf jeden also Fall. Also das finde ich so schön. Und ich habe gerade überlegt, ob ich unterscheiden kann, ob mein Hund Rehe, Wildschweine oder Kaninchen oder sonstiges anzeigt. Habe ich noch nie drauf geachtet. Mhm. Also ob ich unterschiedliche Verhaltensweisen sehe bei meinem Hund. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob ihr sowas schon mal beobachtet habt. Also ob ihr körpersprachlich am Hund unterscheiden kann, welches Tier er anzeigt. Ich kann nur, ich sehe, wie nah es ist. Das ist ja auch schon mal sehr gut. Also das Video, was da entstanden ist, das ist in der Früh. Und ich weiß, in der Früh muss ich immer ein bisschen mehr aufpassen. Da hatte ich den Eindruck, das Wild war sehr nah. Mhm. War so mein Eindruck. Also ich sehe das auch, je schlechter mein Hund ansprechbar ist. Also wenn es weit weg ist, dann steht er vor, ich gebe den Marker, dreht sich um und holt sein Futter ab. Je näher es ist, umso schlechter kommt er im Endeffekt aus dem Anzeigeverhalten raus, logischerweise. Na? Das trainiert sich ja auch so ein bisschen, also wir als Menschen trainieren uns ja auch mit, ne? Also je öfter du das machst und das ist auch immer die erste Aufgabe, die Kunden bei mir dann auch so ein bisschen bekommen, ist erstmal zu gucken, ja, wie sieht denn das Jagdverhalten meines Hundes denn aus? Weil das kennst du ja sicher von der Hundegruppe. Jeder Hund zeigt es ein bisschen anders und es ja. gibt welche, die zeigen das sehr subtil. Es gibt auch welche, die haben gelernt, wenn die Nase hochgeht, werde ich angeleint und dann zeigen sie kaum mehr was, weil sie schon wissen, wenn ich jetzt die Nase hochmache, dann kommt die und verhaftet mich. Dann haben wir es so ein bisschen indirekt aberzogen, dann ist es noch schwieriger, das zu erkennen. Und so ja, zeigt jeder Hund unterschiedliches Jagdverhalten und je mehr man beobachtet und je mehr man schaut, desto eher kann man den Hund dann auf dem Spaziergang auch einschätzen. Und das ist ja schon mal das Allerwichtigste, dass wir beim Jagdverhalten auch Situationen gut einschätzen können. Zum einen, um zu sehen, wann ist es zu viel für meinen Hund, aber auch, wann muss ich die Leine vielleicht besonders festhalten, ist nah oder ja, wickle ich mir vielleicht jetzt nicht mehr um die Hand oder was auch immer, ne? So, ich habe wieder einen kleinen Besucher. Falls ihr jetzt etwas kläffen oder knurren hört, dann ist es ganz normal. Okay, und habt ihr Fragen an Ines? Ihr könnt es ausnutzen, dass sie uns hier zur Verfügung steht. Mein Hund geht auf Spur. Machst du irgendwie Unterschiede zwischen der Hund jagt auf Spur oder auf Sicht? Also die Ute hat geschrieben, wenn der Hund laut gibt, also mein Hund gibt nur laut, wenn das Wild wirklich dicht da ist und wegrennt und er nicht hinterherkommt, weil er gefrustet ist, ansonsten bellt er nicht.
Machst du da Unterschiede vom Training her oder, ja, ich weiß nicht. Kommt natürlich auf den... Ich bin immer froh, wenn die Hunde es nicht sehen. Ja, das kommt ganz arg auf den Hund natürlich drauf an, ne? Also das, wo wir immer gucken müssen beim Training ist, wenn wir daran arbeiten wollen, dass wir das so gestalten, dass es möglichst erfolgreich ist. Und das ist natürlich bei der Arbeit am Jagdverhalten schwierig, weil ich habe meistens nicht so viele kooperative Rehe oder kooperative Hasen oder auch die Katzen sind meistens da, wo man sie nicht braucht. Das ist eine große Aufgabe bei der Arbeit am Jagdverhalten, dass wir das gut einschätzen können. Also, dass ich, wenn ich jetzt anfange mit einem Hund zu trainieren, dass ich nicht die allerfrischeste Wildspur nehme, wenn der auf Spuren abfährt und dass ich vielleicht nicht dort gehe, wo ich weiß, da treffe ich auf die Wildtiere, die bei dem Hund besonders viel Erregung auslösen. Es gibt zum Beispiel viele Hunde, die machen einen Unterschied zwischen Hase und Kaninchen. Die riechen für Hunde unterschiedlich und dann fange ich natürlich mit den Kaninchen an, wenn die Hasen für den Hund besonders schwierig sind. Also der Hasengeruch. Und so taste ich mich dann an die höheren Ablenkungen dran. Und das ist auch sehr individuell. Für manche Hunde ist wirklich nur die Spur ganz arg wichtig. Also wenn es irgendwie total gut riecht, ihnen ist es wurscht, ob die da noch was sehen. Für andere ist total wichtig, dass sie was sehen. Und der Super-GAU ist natürlich sehen und riechen gleichzeitig. Und im Riechen sind wir natürlich immer deutlich im Nachteil, weil wir nicht so gut erkennen können, außer im Winter, wenn es gerade geschneit hat, wo jetzt hier eine ganz frische Spur ist und wo nicht. Ne? Aber das ist so wichtig, dass wir gucken, was ist denn erstmal das Einfachste für den Hund und wie kann ich daran arbeiten? Okay, finde ich auch immer noch schwierig. Also ihr seht ja hier das Ohr, ne? Der steht ja total auf Eichhörnchen. Der rennt ja ganz blöd durch den Wald zu irgendeinem scheiß Eichhörnchen. Du denkst, der jagt jetzt nonplusultra. Nein, er läuft nur bis zum nächsten Baum, steht da, guckt hoch und kläfft. Ein angenehmes Jagdverhalten. Also, ne, er findet das halt total scheiße, dass er den Baum nicht hochklettern kann. Mhm. Ja, ne, also das ist total Jagdverhalten. Ja. Okay, die Ute fragt, womit arbeitest du? Ich weiß jetzt nicht, worauf, also wir arbeiten immer mit Markersignal. Also Klicker, Markerwort, ich glaube, bei dir ist es Top, bei mir ist es Klick. Genau. Und mit Belohnungen. Ich habe halt viel mehr, ihr habt gesehen, ich habe mein Futter raus und die Ines war etwas ruhiger, was die Belohnung angeht. Da kam Marker, verbales Lob und das, glaube ich, so lange, bis die Lotta steht und guckt, oder? Bis sie sich abgedreht hat, also weil vor allem natürlich dieses Gucken extrem selbstbelohnend ist in dem Moment. Das heißt, ich gestehe ihr da was zu, was eh gerade ihrem Bedürfnis entspricht, nämlich weiter gucken zu dürfen. Wenn der Hund so angespannt dasteht wie in dem Video, dann passiert mit den Hormönchen da im Körper ganz schön viel und die fühlt sich richtig, richtig gut. Es ist eigentlich fast so toll wie Hetzen, wenn der Hund gelernt hat, belauern ist auch spannend. Auch anschleichen, wie ihr bei dem Hasenvideo seht, ist extrem belohnend. Das heißt, in dem Moment würde sie auch gar kein Futter nehmen. Also selbst wenn ich ihr eine Fleischwurst über den Kopf schmeißen würde, und das war auch bei meinem Rüden immer so, und bei allen Hunden mit denen, oder bei vielen Hunden, mit denen ich gearbeitet habe, dann wird es ab einem gewissen Punkt, wenn die Hunde sehr angespannt sind, ist es so, dass die eh kaum mehr Futter nehmen oder sie schlucken es runter, aber wir haben trotzdem nicht unbedingt den gleichen Trainingseffekt. Auf ein bisschen weniger hohen Erregung geht das noch gut, da können die auch noch essen und als Belohnung gab es ja auch dann, wie sie sich abgedreht hat, das Suchen. Genau, da hat es dann Futter geschreut. Genau, ich hatte Futter geschreut zum Suchen und das passt ja auch wieder im Kontext Jagdverhalten und von daher ist das waren das die Belohnungsmöglichkeiten in dem Moment. Ne? Ich habe auch gar nichts gegen Futter und es ist für mich auch immer noch ein guter Gradmesser, wenn die Hunde noch Futter nehmen können und sie inhalieren es nicht einfach nur weg, dann sind sie auch noch auf einem guten Trainingslevel. Also das funktioniert ganz gut. Allerdings, wenn wir wirklich viel am Jagdverhalten arbeiten, dann müssen wir aufpassen, dass wir wegkommen von nur Futter. Das ist aber natürlich in der Hundegruppe zum Beispiel auch viel schwerer. Und wenn man mehrere Hunde hat, muss man halt auch einfach bei den Belohnungen ein bisschen Abstriche machen. Das heißt nicht, dass das Training nicht funktioniert. Es dauert halt dann vielleicht nur länger. Also ich muss sagen, ich habe bei Nemo, also ich habe ja Wittern gesagt, er kann das auch noch, er macht es aber nicht so sehr, nur wenn er wirklich, wenn das Wild sehr nah ist und er sehr hoch erregt ist. Und bei ihm war ganz interessant, ich habe ganz viel mit Futter gearbeitet, ich arbeite sehr, sehr viel mit Futter. Ich unterscheide dann, je schwieriger die Situation für die Hunde wird und das auch im jagdlichen Kontext, umso besser wird das Futter, auch für die anderen Hunde, weil
wenn ich jetzt 100 Meter gelaufen bin und dann gehe ich, dann kommt die frische Wildspur. Ich kann nicht wieder einfach zurückgehen. Ich habe die Stunde, anderthalb Stunden, die ich laufen muss. Das heißt, ich will über die Wildspur drüber gehen. Ja. Und das finde ich dann auch nochmal schwieriger, wenn ich sage, okay, na, jetzt bei Lotta, du kannst ja die Möglichkeit, du kannst Retour laufen. Wenn ich dann aber sage, ich möchte darüber gehen, dann wird es nochmal schwieriger. Und was wollte ich sagen? Genau, bei meinem Hund waren es große Getreideleckerlis und das richtig eine Handvoll. Mhm. Das ist überhaupt nicht funktional. Aber also, hat vielleicht gut gepasst, ja? Aber hat total gut funktioniert, hat bei uns so ein bisschen den Durchbruch gebracht. Also was heißt Durchbruch? Es hat eine ganze Weile gedauert, bis dieser Hund mal vorgestanden, bis der mal angezeigt hat. Aber ich finde eben, das ist ein schönes Beispiel dazu, man muss wirklich individuell auf den Hund gucken, was für diesen Hund praktikabel ist. Auf jeden Fall. Also gerade bei den Jagdhundetypen oder den jagdlich motivierten Hunden haben wir so eine große Varianz, also allein von der Optik, wenn wir uns einen irischen Wolfshund anschauen und einen Zwergdackel, dann ist das halt schon sehr unterschiedlich. Wildtiere sind ja auch sehr unterschiedlich. Und dann haben wir noch jeden Hund, der ein Individuum ist. Das heißt, es gibt da eine große Varianz und da muss man beim Training einfach darauf achten, was passt für welchen Hund. Wie kann ich die Bedürfnisse des Hundes möglichst aufgreifen? Und manchmal gibt es halt auch so Überraschungen und ich ärgere meine Kunden schon manchmal so ein bisschen mit, jetzt gibt man nicht so viel Futter und jetzt versuchen wir mal andere Belohnungen und so. Aber manchmal funktioniert es auch mit Futter ganz wunderbar. Da müssen wir immer gucken, was passt für den jeweiligen Hund. Ne? Was sind gute Belohnungen, was passt auch für die Situation? Und gerade wie du es gesagt hast, Futter ist halt auch eine Art von Management dann in der Situation, indem ich halt sage, ich streue euch jetzt da was, dann seid ihr ein bisschen beschäftigt, dann seht ihr auch zum Beispiel das Wild gar nicht so sehr. Oder dann nehmt ihr seid ihr mit der Nase nicht so auf dieser Spur beschäftigt, sondern irgendwo anders. Das heißt, das hilft natürlich. Ich kriege es auch ohne Futter, bei vielen Hunden kriegt man es ohne Futter gut hin. Also wenn jemand gar nicht mit Futter arbeiten will, dann geht das im Kontext Jagdverhalten sehr, sehr gut. Aber wenn man mit Futter arbeiten will, ist Futter was auch gut helfen kann. Ja, und sonst finde ich bei Nemo, was halt gut funktioniert hat, ist dieses Anzeigeverhalten, also das Verhalten, was er beim Anzeigeverhalten zeigt. Das heißt, das Wittern ist es bei ihm, das unter Signal zu stellen und dann eben als Belohnung anzuwenden. Also das, was Lotta auch macht, Lotta ist ja geschlichen, das kann mein Hund nicht. Mein Hund würde gleich ins Hetzen fallen, der zeigt kein Schleichen und das eben benennen, weil jetzt sowas, so Verlorensuche auf der Rückspur, ist schwierig, geht mit der Hundegruppe, wenn man eben dann Dinge hinlegt, die nicht so hochwertig sind, das ginge schon, aber ich möchte ihn in der Situation nicht laufen lassen. Ja, verstehe ich. Nein. Ja. Na? Okay, ich möchte, also die Tanja hat eine Frage, genau, die möchte ich die Fragen beantworten. Könnt ihr eine Einschätzung geben, wie lange es dauert, bis der Hund es zuverlässig überall zeigt? Bei uns klappt es kontextabhängig gut, zum Beispiel Eichhörnchen auf der Wiese vor unserem Haus, da klappt es. Im Wald wird es schon schwieriger. Also der Trainingserfolg ist ja leider von ganz vielen kleinen Stellschräubchen abhängig. Erstmal, wie ich schon gesagt habe, wie gut sind die Lernbedingungen grundsätzlich? Da spielt mit rein, ist der Hund gesund? Hat er sonst irgendwelche Ängste? Gibt es sonst irgendwelche Nebenschauplätze, wie ich so schön sage? Also Dinge, an denen man vielleicht auch noch arbeiten muss, damit sich der Hund noch wohler fühlt. All das ist erstmal die Grundvoraussetzung, damit das Lernen halt gut funktioniert. Dann brauche ich eine dankbare Umwelt. Das heißt, ich brauche eine Situation, wo der Hund halt echt gut lernen kann, wo er sich wohlfühlt. Wenn wir in den Wald gehen und der ist da schon völlig von den Reizen übermannt, dann wird es natürlich schwerer. Das ist bei einem Eichhörnchen auf einer Wiese in einem Park natürlich leichter, weil da sind meistens nicht noch viele andere jagdliche Reize. Kaninchen oder Hasenspuren oder Rehspuren sind da meistens weniger. Das heißt, insgesamt sind die Lernbedingungen vielleicht auch schon besser. Und ich brauche halt auch noch kooperative Wildtiere beziehungsweise Situationen, wo ich weiß, da sind die Wildtiere, ich weiß ungefähr, wo die langlaufen, ich weiß, wie die sich dort verhalten und kann dann in einem großen Abstand zum Beispiel anfangen zu arbeiten. Und das sind viele Dinge, die mit reinspielen. Dann spielt natürlich auch noch insgesamt die Verfassung vom Hund so ein bisschen eine Rolle, wie viel er positive und negative Einträge in seinem kleinen Jagdtagebuch hat. Damit meine ich, wie oft hat er Wild mit sehr viel Erregung verknüpft. Also ihr könnt euch das immer vorstellen wie so ein kleines Büchlein. Da steht halt auf der einen Seite die Einträge, ich bin völlig ausgerastet, als ich ein Eichhörnchen gesehen habe. Und auf der anderen Seite die Einträge für, ich habe mir das Eichhörnchen auch nur mal angeschaut. Und wenn da natürlich viele Einträge auf der einen Seite sind, wo der sehr aufgeregt war,
dann wird es natürlich schwieriger, weil er dieses Eichhörnchen schon alleine oder den Eichhörnchengeruch mit sehr viel Erregung verknüpft. Und wenn er sehr aufgeregt ist, dann lernt er natürlich nicht mehr so gut. Genau. Ja, das und ich, mir ist noch gerade so ein Gedanke bei mir wieder gekommen, ja, oder die Mama, die gesagt, oh, heute klappt das so gut, wir lassen die Schleppleine los und was macht der Hund? Der zischt einmal kurz ab. Ne, sowas passiert, okay. Genau. Es gibt auch immer dumme Rückschritte. Ne? Also, ja, okay. Man lernt draus, man sagt ja dann fallen oder ja, das Ding. Vielleicht lässt man bei diesem Hund die Schleppleine mal bitte nicht los, aber ja, wenn er dann gerade so süß spielt, naja, und dann rennen sie aus dem Spielen ins Jagen. Ganz, ganz nett. Ja, okay. Aber ich finde so wirklich eine Zeitspanne kann man ja eigentlich nicht sagen. Also, wenn ich überlege, wie lange ich jetzt mit meinem Hund daran arbeite, dass er anzeigt. Ich weiß noch, früher hat er null Anzeigeverhalten gezeigt. Also der ist im Endeffekt, der hat gerochen und ins Hetzen gegangen. Für den geht es immer ums Hetzen. Und ich weiß noch, als er dann vorgestanden hat und ich das gesehen habe, ich so, ah! Und dann gab es super Belohnung. Und mittlerweile ist es normal für ihn geworden. Also das Anzeigeverhalten. Aber früher hat er das nicht gezeigt. Und bei mir sind es Jahre, also was ich daran trainiere. Und ich merke so peu à peu, es wird besser. Und ich weiß, er ist sehr gut ansprechbar im Wald. Das Einzige, wo ich meinem Hund noch nicht traue, ist, wenn die Wildspuren frisch sind. Und das kann ich nicht sehen. Kann ich nicht einschätzen. Das ist natürlich besonders schwer. Das ist wirklich, also ich habe es bei meinen Kunden, das ist total unterschiedlich, wie lange es dauert. Ich habe manchmal echte Überraschungen. Da haben wir nach 3-4 Trainingsstunden schon echt grandiose Erfolge. Weil einfach die Trainingsmöglichkeiten für die Menschen sehr einfach sind. Die haben gut übersichtliche Flächen, wo sie schön am Gucken zum Beispiel arbeiten können. Dann geht das manchmal echt fix. Also dann überraschen die Hunde ganz oft ihre Menschen. Das ist ja, finde ich ja immer am schönsten. Manchmal ist es halt auch wirklich mühselig, vor allem wenn die Trainingsmöglichkeiten schlecht sind, die Hunde schnell an ihre Grenzen geraten, was andere Reize angeht, also schnell überfordert sind, weil die halt vielleicht auch noch sehr viele Reizkanäle haben für Sachen, die sie hören, sehen, riechen und insgesamt sehr leicht erregbar sind, dann dauert es eventuell halt ein bisschen länger. Ne? Also man kann es nicht sagen, man kann auch nicht sagen, das ist ein Hundetyp XY, mit dem geht es gar nicht oder da wird es ganz schwer, weil ich habe schon Hundetypen gehabt, wo man sich denkt, oh, das ist ein Podenco, das wird wirklich mühselig und der hat auch schon einen schönen Jagderfolg gehabt und oh, das wird, Und der Hund hat uns total überrascht zum Beispiel. Also das kann man wirklich nicht sagen. Ich bin immer froh, wenn Leute es versuchen, ne, und sich die Zeit geben. Und wenn man Freude am Training hat, und das Schöne ist, es gibt ja so viele Nebeneffekte, wenn man so arbeitet. Das heißt, der Hund wird insgesamt kooperativer, hat weniger Frust. Dann hat man schon damit einen riesen Zugewinn, weil der Hund insgesamt viel ansprechbarer ist. Das ist ja das Schöne am Training. Und wenn man da Freude dran hat, dann macht es einem vielleicht auch nichts aus, wenn man mal ein halbes Jahr dran intensiv arbeiten muss. Ja. Und ich finde, also uns macht das Spaß und ich finde halt, die Hunde sind deutlich weniger gefrustet, als wenn ich jetzt sage, ich lasse den Hund jedes Mal in die Leine reinkrachen und nehme dann zum Beispiel das Signal raus und ziehe den Hund raus. Ja. Also es ist für die Hunde ja auch viel, es geht ja viel mehr um Kooperation. Genau. Okay, ihr könnt noch, wenn ihr Fragen habt, die noch in den Chat schreiben. Die Ines, die gibt ein Webinar. Wann? Ich glaube am 1.10. War das richtig? Ja, das war richtig. Ich muss zwar auch nochmal schauen, nein, das ist richtig. Am 1.10. gibt es ein Webinar zum Thema Beschäftigung und Belohnung für jagdlich motivierte Hunde. Wie du gerade schon gesagt hast, passt jetzt auch ganz gut zum Thema. Wenn ich mit dem Hund so arbeite und ihn nicht die ganze Zeit hemme in dem Jagdverhalten und sage, das darfst du jetzt nicht und jetzt auch nicht, dann muss ich eben sehr viel Ersatzbeschäftigung dem Hund bieten als Bedürfnisbefriedigung und ihm irgendwelche anderen Sachen machen. Wenn ich natürlich so arbeite, ist es vielleicht auf dem Spaziergang ein bisschen anstrengender, als wenn ich einfach sage, nee, lass mal, das machen wir jetzt nicht und ich interessiere mich auch nicht fürs Wild, aber auf der anderen Seite muss ich mir natürlich nicht mehr so viel Gedanken für zum Thema Beschäftigung machen. Also ich muss nicht so viel extra machen. Darum geht es auch ein bisschen in dem Webinar. Also was könnte eine passende Beschäftigung sein? Wie kann ich Bedürfnisse aufgreifen? Und wie kann ich es im Alltag so machen, dass ich passend belohne? Das hatten wir jetzt ja auch schon, die Sache mit dem Futter oder eben. Genau.
Und die Ines hat euch einen 20% Rabattgutschein mitgebracht. Das heißt, wenn ihr euch anmeldet, die Anmeldung geht über EduDip und irgendwo muss dann stehen Rabattcode oder sowas oder Coupon, irgendwie sowas. Und wenn ihr dann Anzeigeverhalten eintippt, auch A, das groß wahrscheinlich, ne? Ganz normal, ja. Wenn ihr das da, genau, wenn ihr das eintippt, dann bekommt ihr 20% Rabatt auf das Webinar. Das finde ich ganz toll von ihr. Sehr gerne. Und, dann könnt ihr eben weitermachen, wenn ihr möchtet. Die Ines hat noch weitere Webinare geplant. Ich glaube, wenn ihr euch da anmeldet, wird sie euch wahrscheinlich informieren. Ihr findet sie auch hier bei Facebook unter Hunting Noses. Und ja, ich habe, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch in meinen Newsletter eintragen. Ich stelle das auch kurz noch mal rein. Da werdet ihr informiert. Ihr bekommt ein paar Checklisten, aber jetzt nicht zu diesem Thema, sondern zum Thema, wie mache ich mich selbstständig als Dogwalker? Und ich habe ja jetzt eingeführt, dass wir uns im Endeffekt jeden Donnerstag treffen. Dann eigentlich 19 Uhr schon und nicht 19.30 Uhr, aber das war heute gar nicht so schlimm. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, jeden Donnerstag uns zuzuschauen. Und ich habe mir noch ein kleines Goodie ausgedacht, also hört noch mal kurz zu. Für alle, die dieses Live-Video jetzt teilen, ich würde sagen, bis morgen Abend, 19 Uhr, 59 oder 20 Uhr, verlose ich, ich habe von ganz früher noch eine Webinaraufzeichnung zum Thema Jagdverhalten, verlose ich diese Webinaraufzeichnung. Dafür müsst ihr bitte das Video öffentlich teilen, damit ich das auch sehen kann. Und unter allen, die das Video geteilt haben, ich schreibe dann denjenigen an oder ich schreibe es hier unten, das weiß ich noch nicht, oder beides, bekommt ihr eine Webinaraufzeichnung von mir. Also das ist nicht live, ist ein Video, da geht es auch zum Thema Jagdverhalten. Ich habe gedacht, dann kriegen wir ein bisschen mehr Reichweite und die Teilnehmer freuen sich. Ich fand es sehr schön, Ines, mit dir. Ich glaube, es hat den Teilnehmern gut gefallen. Also es war zumindest ein bisschen Aktivität im Chat. Ich habe jetzt nicht alles vorgelesen. Also es waren noch so Kommentare mit dem eigenen Hund, wie das im Endeffekt abläuft. Und ich denke, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema Jagdverhalten, könnt ihr euch immer gerne an Ines wenden. Auf jeden Fall, genau. Genau. Na, und ja, dann war es das schon. Was heißt schon? Ich bin mal unter einer Stunde geblieben. Und Ines, ich sage herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich fand es wirklich spannend. Ja, sehr gut, genau. Vielen Dank, war sehr schön. Sehr gut, es freut mich, dass es dir gefallen hat. Und vielleicht machen wir nochmal was. Es gibt so viel zum Thema Jagdverhalten generell. Und ich glaube, da finden wir immer was. Und daher sagen wir jetzt für heute einmal Tschüss. Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.